Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind in Edan. Na, falsch, nix Edan. Wir sind in dem Gebiet der Kleriker unterwegs. Und haben hier die Händler gefunden, von denen wir Fleischpakete oder Futterpakete eben kaufen sollten. Ich frage einfach mal ein nach. Ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Oh, das ist total nett. Freut mich. Wie hast du mich genannt? Nein, freut mich ebenfalls. Ja, freut mich ebenfalls. Freut mich ebenfalls. Ist es nicht toll? Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Mo, ist das nett. Ich wollte vorher übrigens sagen, das Gebiet, in das wir sind, ist Ignaton, nicht Edan. Entschuldigung. Siehst du, kaum ist mal irgendwo ein bisschen grün, denke ich schon, wir sind in Edan. Was? Ach ja, viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Nein, ich habe andere Pläne. Das obere. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Ups. Ich dachte, das untere wäre unfreundlich. Naja, du bist mir eine Spur zu freundlich. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet, ja, das untere. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger. Und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Naja, ich dachte, ihr seid gute Jäger. Ich sollte euch mit Waffen ausstatten. Das ist euer Problem. Ich bin nur wegen der Vorräte. Na. Das mittlere, glaube ich. Hoffe ich. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Du würdest eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. Achso, das geht. 250. Ja, das kann er haben, glaube ich, oder? Du bist mir eine Spur zu freundlich. Wie wäre es? Na, das passt schon. Gib ihm das. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir als Rabatt. Hier, darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Der ist mir echt unheimlich. Ich würde sagen, das mittlere. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern untere zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Das ist ein Wort. Darauf gibst du doch sicher einen aus. Nur weil ich nett bin, heißt es nicht, dass ich blöd bin. Mhm. Ein Versuch war es wert. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Jo. Machen wir vielleicht das obere zuerst, bevor es weg ist, ne? Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles.
Aha, okay. Na dann, du kannst mich nicht täuschen, da steckt mehr dahinter. Du kannst mich nicht täuschen, da steckt mehr dahinter. Na gut, ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich war nicht immer so. Meine Leute und ich gehörten mal einer berüchtigten Banditenbande an. Wir sind marodierend und mordend durch die Gegend gezogen. Und weiter? Und das ist alles. Na, weiter. Und weiter? Tja, irgendwann habe ich begonnen, all das zu hinterfragen. Das blieb einfach nicht aus, als Baxter, der Kopf der Bande, immer ruchloser wurde. Gefangene wurden nur noch selten gemacht und was die durchgemacht haben, uiuiui. Die Bilder holen mich jetzt noch im Schlaf ein. Baxter, den kennen wir ja doch, ne? Also nicht persönlich, aber von dem haben wir schon gehört. Na, großartig, das war doch, wie war das? War da jetzt da... Der vorige Chef der Outlaws? Ich glaub, ne? Oder derjenige, der den jetzigen, den Don, vom Thron stoßen möchte oder so irgendwie, ne? Ach du liebe Zeit. Und ihr konntet einfach so gehen? Natürlich nicht. Wir haben uns auf einem Raubzug abgesetzt. Mhm. Diejenigen, die nicht mit wollten, mussten wir töten. Andernfalls hätten sie uns verraten. Ja, klar. Es kommt immer mal wieder vor, dass niemand von einem Raubzug zurückkehrt. Unter Banditen ist das normal. Und jetzt sind wir hier. Fernab unserer Vergangenheit. Froh, dem alten Leben abgeschworen zu haben. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Das ist aber nett. Schmierige Typen traue ich nicht, egal wie freundlich sie sind. Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Ja, ich denke schon, das untere. Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Nichts zu danken. Ist doch selbstverständlich. Du hast ein Problem erwähnt. Können wir dir helfen? Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben das unterwegs zusammengeklaubt. Aber hast du schon mal probiert, eigentlich draufzuhauen? Haben wir Handwerk 6? Ich probiere mal. Ach, schade. Ich besorge dir die nötigen Teile. Da kann ich dir auch nicht helfen. Sicher, die Teile freilich. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können? Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Ja, hoffen wir's. Hier bitte. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Ansonsten nimm einen Schlägel. Draufhauen geht immer. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. Splittergranaten, alles klar. Okay, danke. Das Surta, ne? Schön, dann würde ich sagen, wir dürfen ja Essen nehmen, irgendwie, ne? Sollte das zumindest der Fall sein. Die Frage ist nur, wo sind jetzt diese, wo ist jetzt dieser Behälter dazu? Hä? Aha, da wurden sie scheinbar überfallen. Das soll mir recht sein. Wir plündern die jetzt einfach mal.
Das sind für uns wichtige Ressourcen, nicht nur für Geld verdienen, sondern auch zum Kochen, eben das Fleisch. Boah, das sind aber viele von den Viechern. Schade, wären alles schöne Erfahrungspunkte gewesen. Naja. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Die haben hier sogar Wasser. Was haben wir denn da? Ein Tietrich. Gut, nehmen wir gerne mit. Halt, ist da noch was? No. Ich würde jetzt nur gern wissen, wo jetzt dieser Nahrungsmittelbehälter quasi ist. Ist der bei ihm im Haus drin? Wahrscheinlich, ne? Look mal. Looky, look, look. Hallo. Looky, look, look. Vorratslager, da ist er ja. Hacken? Ich bin nicht gut genug. Aha, ich verstehe schon. Da hat er. Haben wir vielleicht was bekommen? Ein Zettel oder so, ne? Warte kurz. Hier vielleicht? Scroll, scroll, scroll. Rautus-Notizen. Schriftstück. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, ein paar wichtige Ecktaten als Gedankenstütze zu notieren. Nicht vergessen! Es war gut, unsere Vorräte für unseren alten Freunden und anderen Langfingern abzusichern. Leider habe ich abermals die Codes vergessen, um an unsere Vorräte zu kommen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, mir die Verantwortung dafür zu übertragen. 2 Tage haben wir gehungert, obwohl die Lebensmittel nur eine Armlänge entfernt lagen. Ich musste extra einen Typen anheuern, der uns die Dinger knackt. Entschuldigung. Den Zugriff und die neuen Codes waren mir die Sache aber wert. Denn ich sterbe lieber mit einem vollen Magen, als langsam dahin zu sichern. So. Zur Erinnerung. War so viel. 9981175814550. Welcher Code zu welcher Einheit gehört, habe ich zwar wieder vergessen. Super. Aber so viel Auswahl gibt es ja nicht. BS, diese Notiz ist nur für mich bestimmt. Wenn du also nicht meinen Namen trägst und für ihn bezahlt hast, bist du entweder ein dreister Dieb oder hast mich auf dem Gewissen. In jedem Fall möge dir der Arsch auf Grundeis gehen. Schön. Also, 9981. Probieren wir mal das erste. Wahrscheinlich ist es das letzte, aber probieren wir mal. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen? Ich schreibe es gleich auf. Warte kurz, ich mache mir eine kleine Notizerle. Also, 9981. Dann hätten wir 1758. Da brauche ich immer die Quest aufmachen, weißt du? Und 1455. Das sind die 3 Zahlen. Okidoki. So. Na nü. So. Also. 9, 9. Komm schon. 8 und 1. Bringen wir mal. Das war nichts. Okay. Der nächste ist mit 1, 7, 5 und 8. Das war nichts. Na, siehst du, wie ich gesagt habe, der letzte, ne? 1, 4, 55. Geht doch. Na bitte. Gutes Messer, Überlebenspaket, 5 Stück und sanftes Kloberbier. Da nehmen wir alles mit. Sehr gut. Kartenstück, aha. Das ist eine Fabrik, ne? Ist wahrscheinlich wieder was für unser Zuhause, ne? Für die Wand. Brauchen wir ein Bettele zum Schlafen? Da war noch nicht, oder? Okay, das wäre jetzt Nummer 1 gewesen. Halt, was war da? Also nur gebratenes Fleisch. Das nehmen wir aber gern mit. Haben wir hier noch was? Nehmen wir die Rohrzange auch mit. Dann würde ich sagen, Heureka! Das ist aber keine Hütte, oder? Halt. Brennstoff. Jawohl. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Naja, es geht. Ist nicht so schlimm. Entschuldigung, ich wollte dich gerade nicht anquatschen. Ich wollte mir den Mana-Trank da schnappen tun. Dab, dab, dab. Da haben wir Metallschrott. Dab, dab, dab. Mal schauen, was wir hier drinnen haben.
Ach du Heilige, wir haben das Klo entdeckt. Einmal. So. Ach, jetzt geht's uns besser. Entschuldigung. Ja. Ich will das Klopapier noch haben. Dann halt nicht. Lassen wir es ihnen halt als Reserve, wenigstens eines. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn auf dem Klo kein Papier mehr ist. So, habt ihr hier noch so einen Kasten? Tatsächlich. Kleiner blauer Stein, den nehmen wir aber auch gerne mit. Ah, das sind alle beide. Das ist alles schlecht. Metallschrott. Jo, passt. Dann probieren wir mal unser Glück. Also probieren wir hier 9. 9, 8 und 1. Geht doch. Schau, auf Anhieb richtig. Unbrauchbare Verbandstasche. 8-mal Überlebenspaket, Zigarettenstangerl und Geldbündel. Bitte, Wanderin, unsere Tasche. Und zu guter Letzt. 1, 7, 5 und die 8. Geht doch. Na bitte. Metallschrott. 7-mal Überlebenspaket und 4 goldene Kelche. Wow. Her damit. Dankeschön. Aber ich glaube, wir werden trotzdem einmal kurz pennen gehen. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Einfach nur so. Es ist so selten, dass wir ein Bettchen haben. So. Boah, das hat gut getan. Gut. Das hätten wir. Ist das eine normale Werkbank? Na, leider nicht. Wäre cool gewesen, hätte man vielleicht ein bisschen Alchemie machen können. Aber ist ja wurscht, nicht? Nicht wahr? Gut. Ich glaube, wir hätten es. Wir können zurück zu den Klerikern normalerweise. Also porten wir uns. Ja, bitte. Hui. Das geht gleich viel schneller. So. Lalila, 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 lalila. Dann sprechen wir mit der netten Dame. Die wird sich jetzt sicher freuen. Und dann könnten wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Quests für uns. Hallo. Oh. Ach, ich dachte schon, er will mit uns reden. Dabei tut es nur laden. Servus. Tap, tap, tap. Ah, da ist er. Hallo, Martha. Hier die benötigten Überlebenspakete. Hier die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Mhm. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit, mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Ja, es geht. Sag mal nicht so schier. Meine Ausgaben waren weitaus höher. Was ist mit dem Rest? Na, das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen. Danke. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Basche. Also, hast du was zum Hapern für mich? Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Ah, okay. Ist noch zu früh. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Mir zahlt sie heute im Bad nicht wirklich aus. Haben wir irgendwas, was man. Oder hat sie irgendwas, was wir brauchen können? Ich glaube nicht, gell? Heiltränkchen. Ah, lass mal's gut sein. Ich bedanke mich. So. Was nun? Wir können uns hier ein bisschen umschauen, würde ich vorschlagen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch jemanden finden mit Namen. Wolf, hallo. Nanu, ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Störe ich? Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Wenn die paar Steine ein paar Tonnen wiegen und nur noch deine Füße unter ihnen hervorgucken, weißt du warum. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Was?
Du täuschst dich. Da täuschst du dich. Ich glaube kaum. Weißt du überhaupt, woraus Stahl besteht? Es ist ein Gemisch aus Metallen, Nichtmetallen und Kohlenstoff. Jetzt überraschst du mich aber. Respekt. Die meisten denken, das Zeug liegt einfach so unter all dem Fels verborgen. Hier, nimm das. Ich hab's vor Jahren gefunden, als ich draußen beim Krater war. Jeder leckt sich die Finger danach, aber mir hat es immer Glück gebracht. Ich glaube, bei dir ist es in guten Händen. Dankeschön. Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Das machen wir noch und dann beenden wir den Part. Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Irgendwie ist das Grün in seinem Gesicht ungesund, oder? Also es schaut ungesund aus. Ich weiß, das kommt vom Licht dahinter, aber irgendwie lustig. Klingt nicht erstrebenswert. Warum überlässt ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ja, die haben kein Feingefühl für das, ne? Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Wir sind immer anständig. Willst du mich beleidigen? Ich muss dir gar nichts beweisen. Nee? Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich mach das noch fertig. Na dann, hat der Part zwar ein bisschen überlänger, aber ich hoffe, das stört nicht so sehr. Von einem Gefangenen kann keine Gefahr ausgehen. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Jo. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Du verlangst ganz schön viel. Ich könnte dich auch einfach verpfeifen. Ach, das Obere. Du verlangst ganz schön viel. Denkst du, das weiß ich nicht? Es steht ja auch ziemlich viel auf dem Spiel. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ich einem Außenstehenden so viel Vertrauen schenke. Tja, ob das mal kein mächtiger Fehler ist, mein Freund. Tja, na gut. Ob das wohl nicht in die Hose geht. Aber das werden wir erst frühestens im nächsten Part herausfinden. Denn für heute ist Schluss und aus die Maus. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!